Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Hintergründe über die neue Weltordnung, die uns alle in die Versklavung führen soll. Dims, Craps, Schattenmächte, die uns mittels Schuldgeld aus dem Nichts kontrollieren wollen. Demnächst mit eingepflanzten Chip. Bargeld soll abgeschafft werden. Wollt ihr das? Werdet aktiv, macht mit. Wake News Radio, Wake News TV, ohne Blatt vor dem Mund. WakeNews.net. Ja, ist der Dettel von Wake News Radio, Wake News TV. Wir sitzen hier in einer Sondersendung, die wir heute machen. Eben weil es wieder Neues zu berichten gibt aus dem sogenannten Handschellenland, dem südlichen Teil von Baden-Württemberg, das inzwischen allseits als solches bekannt wurde, weil es schon wieder ungeheuerliche Dinge hier gegeben hat, die einen zweifeln lassen, ob es hier überhaupt eine rechtliche Vorgehensweise gibt oder nicht. Ja, und aus dem Grund sitzen wir hier zusammen. Ich habe hier den Emil Deschler bei mir sitzen. Dem sind unglaubliche Dinge geschehen. Und auch für alle die, die es noch nicht wissen sollten. Emil Deschler ist ein bekennender Christ und hat aus dem Grund hier seine Patrone aufgebaut bei uns, nämlich einmal Emil. Mutter Maria und der heilige Pater Pio, der zugleich mein Seelenführer ist. Denn die Sache hat auch mit diesem Thema zu tun, Christenverfolgung hier bei uns vor Ort. Was damit auf sich hat, wird uns jetzt Emil aus seinem eigenen Erfahrung berichten. Ja, also Emil Deschler, es ist ja unglaublich, was da vorgefallen ist. Vielleicht eine kurze Schilderung von dem, was geschehen ist. Ja, es war an einem Donnerstag, so Anfang Mittag. Ich hatte an den Straßenrändern das Unkraut bekämpft mit üblichem Spritzmittel, wo die ganze Äcker weltweit damit bespritzt werden, die ganze Gemüsefelder und was auch immer. Ja, ich habe gar nichts anderes als Spritzmittel. Dann wurden zuerst ein paar so Polizeispitzel vorbeigeschickt, die haben mich dumm angelafert. Ja, und so, wo ich schon aufhören wollte, da kam dann die Polizei, die war in Wartestellung bei der Sparkasse, versteckt mit 3 Autos, so zwischen 6 und 8 uniformierte, bewaffnete Gauner, Verbrecher. Das ist halt so, kann nichts dafür. Ja, die verfolgten mich dann die Gartenstraße hoch, links die Hauptstraße bis zu dem Piercing, wie sagt man, Piercing, wie auch immer. Studio wahrscheinlich. Genau. Mhm. Ja, sie wollten aber mich von schon vorher mitten auf der Straße zum Halten zwingen, was ein normal denkender Mensch natürlich vermeidet, wenn es machbar ist. Dann bin ich vor eine Hauseinfahrt gefahren, ja, damit ich von der Straße weg war. Okay, dann kamen die 3 Besatzungen von diesen 3 Autos und tasteten mich ab. Ja, an den Genitalien, da wurde ich ein bisschen energisch. Ich sagte ihnen, hey, wenn ihr Schwulereien machen wollt, dann macht das bitte untereinander, aber ich als Christ habe mit solchen Sachen nichts zu tun. Okay, dann hat man mir erklärt, ja, ich hätte da gespritzt, was das soll. Dann wollte ich es ihnen erklären, dann sagten sie mir gleich, das interessiert uns eigentlich nicht wirklich. Es liegen gegen sie Haftbefehle vor. Es geht um die Haftbefehle. Es wären 370 Tage. Ja, dann nahmen sie mich fest. Sie hatten mir aber kein schriftliches Dokument vorgelegt, nichts. Das sagten sie mündlich. Sie hatten so mit Kreppding ihre Namen. Haben sie sind an ihren sogenannten Uniformen normal befestigt. Die hatten sie entfernt. Ich wollte schauen, wie heißen diese bewaffneten, uniformierten Gangster? Ja, aber das ging nicht, weil die waren abgezupft, diese Namensschilder. Ja, dann nahmen sie Handschellen, haben mich brutal gefesselt, gegen meinen Willen natürlich, haben mich in so einen Kombi, oder wie nennt man es, so einen Bus, ein Bus reingezerrt.
Ja, dann ging es erst auf die Wache nach Grenzach. Dann haben sie... Aber mit Handschellen doch, natürlich, oder? Natürlich, und ganz brutal angezogen. Also brutaler wäre es nicht gegangen. Ja, und dort haben sie Zigarettenpause gemacht und ein bisschen blödes Zeug an mich hergelabert. Hat mich nicht interessiert. Ich habe aus der Scheibe geschaut. Ja, den Vögel zugeschaut und so weiter. Ja, alles in Handschelle. Und von dort mit der Zeit ging es dann nach Rheinfelde, vor die Dienststelle in Rheinfelde, zum Herr Oswald. Ja, das ist ein ganz... Entschuldigung, aber es ist halt so. Auf jeden Fall, der tat dann, der hatte dann der Liebe gespielt, der Oswald. Ja, der hat Freund, Kumpel gespielt. Ich nehme an, der hat monatelang vorher auf diese Situation hin meine Akten studiert, um mir nach dem Mund reden zu können. Auf jeden Fall, der Oswald sagte, fahrt hinter das Haus, dort ist Schatten. Die anderen haben gesagt, nein, wir wollen in der Sonne bleiben. Aber der Oswald musste ja in dem Schauspiel der Liebe spielen, also ging es dann in den Schatten mit dem Bus. Okay, der Herr Oswald ging dann hin und her am Bus. Und dann hat er so bemerkt, wollen wir es hinter uns bringen, so also lieblich, gell? Wenn man je im Leben begegnet ist, der Oswald. Miserable Miststück. Auf jeden Fall, der stieg dann noch mit der Zeit ein, mir gegenüber. Und vorne ging dann einer, der fuhr dann nach Lörrach, zu der Justizvollzugsanstalt. Auf dem Weg dorthin hat der Oswald der Liebe gespielt, der Verständnisvolle und so weiter und so fort. Er war aber bestens informiert über meine Vorliebe und was auch immer. Auf jeden Fall, er hat die Papiere dort alles geregelt mit den Papieren. Ich hatte aber keine Einsicht in nichts, in absolut nichts. Der Oswald hat alles geregelt für mich. Ja, er begleitete mich auch rein in die Justizvollzugsanstalt in Lörrach. Und dann sagte ich den Leuten dort, wo mich empfangen haben, Leute, bitte, ich bin zu Unrecht hier, bitte überprüft, ob das richtig ist mit mir da, mit meiner Einlieferung. Dann haben die mir geantwortet, das interessiert uns nicht. Okay. Ja, dann ging es weiter. Dann wurde mir befohlen, zieh dich aus, nackt. Ja, als Christ mache ich das nicht, ich ziehe mich nicht vor Publikum aus, nackt. Auf jeden Fall schnappte man mich dann brutal, so 10, 12 Personen, es war wirklich nicht weniger. Ja, haben mich in den Keller gezerrt und zu 10, 12 hat man mir die Kleider vom Leibe gerissen. Man hat Verrenkungen gemacht mit meinem Körper. Ja, ich habe gemerkt, die Leute sind geschult. Die machen solche Verrenkungen, wo es zwar schmerzen solle, aber nicht irgendwie bleibende Schade hinterlassen solle. Also das haben sie prima drauf. Auf jeden Fall wurde ich dann in den Kerker, das heißt in die Folterkammer geworfen. Kann man eigentlich auch einfach Gas reinlassen, wenn man will, so wie beim Adolf damals. Und der Dr. Mengele, der war ja auch zur Stelle. Auf jeden Fall ja, hat man mich in einen so Beton-Kellerraum geworfen. Die Tür verschlossen natürlich. Es war Betonboden. Ja. Eine Gummimatratze lag am Boden. Und oben im Ecke war das allsehende Auge, umgedreht, auf den Kopf gestellt. Ja, Tag und Nacht Ventilatoren lärmen, Tag und Nacht grelles Licht. Man hat die Temperatur so eingestellt, dass ich zwar nicht kaputt gegangen, nicht verfriere ganz, aber doch nahe dran war. Der Herr Dr. Mengele, der heißt im reellen Namen heißt der Dr. Huckenschmidt aus Lörrach, der sollte das einstellen, wie viel Temperatur ich ohne zu sterben aushalte. Dann fragte ich diesen Burschen gleich mal, Herr Dr. Mengele, haben Sie irgendwie etwas richterliches Beschluss irgendwie? Dann hatte er verneint und im Wegrennen, er hatte es eilig, ja, wieso auch immer, im Wegrennen hat er meine Tage, wo ich in der Folterkammer zu verweilen habe, festgelegt, nämlich 4 Tage, hat er gesagt, bleiben Sie dort. Das war der Herr Dr. Mengele oder, wie Sie wollen, Dr. Huckenschmidt. Okay. Und dann ging das so, 4 Tage, 4 Nächte. Ja.
war ich in der Folterkammer ohne zu essen, ohne zu trinken. Ja, kein Tempotaschentuch, alles hat man mir gestohlen. Ja, ein Eck ein Scheißeck im Eck ohne Klopapier. Ja. Und alle Stunde Besuch. Herr Teschler, wie geht's? Ja, hat mich natürlich nicht mehr interessiert. Ich hatte gleich mal zur Bedingung gemacht, entweder meine persönliche Kleidung her oder es ist Funkstille. Okay, die persönliche Kleidung kam nicht, dann war halt Funkstille von mir, von meiner Seite. Okay, also alle Stunden Besuch, Tag wie Nacht. Und wenn man meinte, ich schlafe, dann wollte man mich aufwecken. Die Schweine, die Elendigen, nicht einmal den Schlaf hätten sie mir gegönnt. Ich konnte jetzt nachts sowieso nicht schlafen, weil in der Nacht war es noch kälter als am Tag. Dann habe ich mich gerieben und massiert, damit ich irgendwie die Kälte aushalten könne, die absichtlich provozierte Kälte. Ja, und am Tag konnte ich dann schlafen, weil da war es ein bisschen wärmer. Und das ging ungefähr so 92, 93 Stunden lang. Und dann, ich habe Gott gelobt und gepriesen, Tag wie Nacht, im lautsten Ton. Ich bin heute noch ein bisschen heiser davon. Ja, die ganze Gefängnisinsasse habe ich denke mal, unterhalten. Ich habe den Lärm von außen gehört. Ich denke, dann hätte ich auch meinen Lobpreis in voller Lautstärke mitbekommen. Okay, nach 4 Tagen, 4 Nächte ging die Türe auf. Fünf bewaffnete Uniformierte warfen mir die Kleider rein. Ja, die habe ich dann gemütlich im Sitzen angezogen. Ich hatte es nicht eilig, habe mir es überhaupt überlegt. Will ich überhaupt gehen, bevor ich alle meine Utensilien wieder habe? Ja, bin dann gutmütigerweise, habe mich in aller Gemütlichkeit angezogen, bin aufgestanden, zur Tür raus. Ja, diese 5 Männer haben mich auf den kürzesten Weg zum Ausgang vor das Tor gebracht. Auf den kürzesten Weg, ich habe weder Flur gesehen noch sonst was. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Auf jeden Fall, vor dem Tor stehend, drehte ich mich um. Dann waren diese 5 bewaffnete Uniformierten, standen verteilt hinter mir. Okay, dann gab man mir teilweise die Utensilien wieder zurück, wo man mir gestohlen hatte. Unter anderem hatte man mir 1.000 Euro gestohlen, welche ich vorgesehen hatte, am selben Abend Bücher zu kaufen, 100 Stück von Jesus Christus, durch die Augen Jesus. Ja. Und dann aus dem Tor zum Taxi am Bahnhof in Lörrach, in meiner Heimat, nach Wielen, Rheinstraße 6 in Wielen. Ja, mein Auto war nirgendwo zu finden. Dann der Taxichauffeur half mir, weil mein Handy war leer. Normal schalten das die bewaffneten Banditen ab. Haben sie diesmal nicht gemacht, es war leer, konnte nicht selber telefonieren. Der Taximann war so gut und half mir dabei. Haben wir zuerst in Rheinfeld angerufen, dann in Freiburg. Und dann irgendwann mal wurde mir auf Grenzach verwiesen. Ja, und mit der Zeit stellte sich heraus, mein Auto ist in Beuggen, gegenüber vom Schloss Beuggen, bei Autoverleih Fauser. Ja, dort stand es auf der Hebebühne, versiegelt. Ja, den Schlüssel gab man mir gütigerweise von der Justizanstalt mit. Auf jeden Fall konnte ich dann mein Auto wieder mitnehmen. Die Siegel sind heute noch dran, die kann man auch eine Aufnahme machen für diesen Film. Ja, also 370 Tage hatte man mir versprochen ursprünglich. Nach 4 Tagen und 4 Nächte war man höchst glücklich, dass ich freiwillig ging. Ja, aber so ganz freiwillig ging ich nicht, denn ich hatte es mir sehr überlegt, will ich nicht mich weigern. Ja, man hatte mir schon gedroht wieder für die nächste Festnahme. Ja, dann dachte ich, ja, bleibe ich doch eigentlich hier. Aber irgendwie war es mir zu doof dort. So toll war es ja auch nicht, ohne Essen, ohne Trinken und mit den alle Schikane da. Okay, jetzt bin ich wieder zu Hause und ich muss sagen, die Firma Hieber, Edeka Hieber, ja, in Grenzach-Wielen ansässig 2-mal, das heißt in Wielen in Wirklichkeit, ja, die haben das alles mit der Polizei zusammen und mit den Kirchenleuten von Herden hauptsächlich, ja, mit der Gertrud Heckenberger, mit dem Pfarrer Albin Blümel, mit der Judith Amrein und mit Müller und wie sie alle heißen, haben sie zusammengearbeitet.
Sogar der Hiebär musste einspringen, der musste pro forma mit seinem Hund spazieren, den er vielleicht ausgeliehen hat von irgendwo, zum Spitze, zum Ausfragen, zum Aushören schon tagelang vorher. Das Hieberauto kehrte dauernd bei mir vor dem Haus, die Polizei kehrte dauernd bei mir vor dem Haus, alles zur Einschüchterung. Ja, jetzt muss man dazu sagen, die Firma Hieber, Gaunerfirma, eine Freimaurerfirma, ja, der hatte in Wielen, man sagt Grenzach, aber es ist noch Wielen, Land zusammengestohlen. Es hieß entweder Hieber oder Vogelschutzgebiet. Ja, für die Eigentümer, die hatten nur die Wahl, entweder verkaufen mir oder verschenken mir halbwegs dem Hieber oder es wird wertlos, indem man Vogelschutzgebiet rausmacht. So funktioniert das System Hieber, das System Polizei, Justiz und wie auch immer. Ja. Okay, jetzt noch ein kleinen Ausschnitt zur Kirche, die katholische Kirche, die ist mir heilig. Ja, die Kirche selber, sogar der Papst, ich liebe ihn und ich halte viel von ihm. Und Jesus Christus ist sowieso mein Herr und Chef. Ja, er sagt, es gibt da Priester, die wären Dämonen in Menschengestalt. Ja, und ich habe tatsächlich, musste ich feststellen, in Grenzach-Wielen ist solch ein Dämon in Menschengestalt. In Blümel aus Herden-Degerfeld ist solch ein Dämon in Menschengestalt. Und in Rheinfelden gibt es noch mehrere solche Dämonen in Menschengestalt, wo sich Priester nennen. Und dann die Ordensfrauen vom St. Josefshaus, überhaupt das Haus. Das ist nur die Behindertenbetreuung, ist nur ein Nebenprodukt vom Spitzen. Ja, das sind Agenten. Das ist Geheimdienst. Okay. Soweit, so gut. Ja, das ist ein erschütternder Bericht, der hier vom Emil gebracht wird. Und ich muss sagen, es erinnert sehr auch wieder einmal an die Schilderung seines Bruders. Er wurde ja auch schon mal in dasselbe Verlies gebracht, vor einigen Jahren. Einfach so, der auch Ähnliches erlebt, allerdings etwas kürzer. Ja, und insofern muss ich sagen, ist das, ja, man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Ne? Gut, wir haben natürlich dann gleich aufgrund dieser Schilderung. Zum Herr Schremp würde ich noch gerne, zum Herr Pfarrer Schremp in Grenzach-Wielen würde ich noch gerne ein bisschen Anmerkung machen. Also, das ist ein ganz, der hatte mich verarscht, der hatte mich Beerdigung organisieren lassen, obwohl die Beerdigung schon längst über die Bühne war. Ja, ich war vor der Beerdigung bei ihm, dann hatte er mir erklärt, es wäre auf Eis gelegt, die Beerdigung dort nicht stattfindet. Und dann war alles über die Bühne. Dann hat er mit mir Termin gehabt und las mich auf den Glauben, ich muss die Beerdigung noch organisieren, habe ich gemacht. Auf jeden Fall kam ich dann am Sonntag in das Pfarrhaus, da war abgemacht, zwischen 7 und 8 Uhr treffen wir uns. Es war allerdings schon nach der Beerdigung, ja. Er hat mich total verarscht und dann war hinter der Tür war seine Haushälterin oder wer auch immer war, so eine schwarze Kleine. Und er sind da rumgestiefelt. Das sah ich durch die Glasscheibe der Tür. Auf jeden Fall kam ich da rein, die Tür ging auf und sah da eine ohne Frau, so eine schwarze. Ja, also ohne übertrieben, die hat ihr Oberteil rausgehängt. Ja, dann wusste ich eigentlich alles. Ja, also so rein kann es in diesem Pfarrhaus nicht zugehen. Und im Herden zum Herr Pfarrer Blümel, dem sagt man Kinder nach, ja, der hatte auch so Besucherinnen aufgenommen. Okay, soweit, so gut. Und im Übrigen, diese falschen Priester, die verteilen den Leuten Kekse und geben vor, das war der Leib Christi. Nein, bei diesen Priestern ist nicht der Leib Christi. Ja, im Normalfall wäre es der Leib Christi, wenn alles ordnungsgemäß zuginge. Ja, die Leute werden verarscht, die Leute machen Anbetung. Ja, in Herden am Dienstag, jeden Dienstag Anbetung vor einem Keks. Im Normalfall wäre es der Leib Christi, aber die Priester bringen es fertig, das ganze Volk an der Nase rumherführen und vor einem Keks anbeten zu lassen. Ja, danke, tschüss. Ja gut, das sind so Eindrücke aus auch christlicher Sicht, ja, natürlich. Ja, wollen wir aber jetzt noch mal einen Moment hier bei dem Fall mit der Entführung von Emil durch die bewaffneten Uniformierten bleiben. Und wir haben also aufgrund
eben dieser Angelegenheit auch eine Presseanfrage gestellt, die ich im Übrigen dann auch als PDF zum Herunterladen zur Verfügung stellen werde. Ich verlese aber ganz kurz, was wir hier gesagt haben. Nämlich am 13.08.2014 versandt via Fax an Geschäftsleitung/Direktor Herrn Siegfried Oswald, Polizei Rheinfelden, Basler Straße 16 in 79618 Rheinfelden. Dringende Presseanfrage Beschwerde vom 13.08.2014 zur Entführung von Herrn Emil Deschler am 7.08.2014, damit wir auch das Datum haben, und der Geiselnahme bis zum 11.08.2014, der Entwendung von ca. 1.000 Euro für die Beschaffung christlicher Lektüre aus gespendeten Geldern, den Folterungen in einem ihrer Fahrzeuge sowie in der Folterkammer der Justizvollzugsanstalt in Lörrach sowie entsprechende Ereignisse um diesen Fall. Dann auch noch Erinnerung, meine Aufforderung vom 14.06.2014 zur Herausgabe meiner Kamera Samsung, sofortige Aushändigung bzw. Lieferung in die Schweiz, meine diversen Schadensersatzansprüche, Strafanträge, Veröffentlichungen, Auskunft über ihre Mitarbeiter und die entwendete Kamera Samsung und die Beantwortung. Ja. Sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrte Geschäftsleitung, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Siegfried Oswald, zu dem in der Betreffzeile vorgefallenen Gewaltakt gegen Herrn Emil Deschler möchte ich Ihnen die Möglichkeit einer Darstellung aus Ihrer Sicht geben, da wir eine ausführliche Berichterstattung dazu in der regionalen und internationalen Presse vorgesehen haben, wozu wir jetzt hier das Video machen. Bitte geben Sie uns dazu folgenden Fragen ausführlich antworten. Je ausführlicher, desto besser können wir dann Ihre Sicht dazu einbringen. Erstens, Sie haben am 7.08.2014 mit einem Aufgebot von 3 in Ausrufungszeichen Fahrzeugen sowie einer Anzahl von 6 bis 10 bewaffneten Uniformierten Herrn Emil Deschler in Wielen aufgelauert und ihn dann ohne rechtsgültige Haft- und Durchsuchungsbeschlüsse mit Gewalt und in Handschellen abgeführt. Wieso haben Sie Herrn Emil Deschler keine von Ihnen bzw. Ihren Kollegen behaupteten rechtsgültigen Beschlüsse eines staatlichen Gerichts oder Richters vorgelegt? Zweitens, trotz Auskunftsverlangen durch Herrn Emil Deschler haben sich Ihre Kollegen nicht amtlich ausgewiesen, trugen auch keine Namensschilder oder Ähnliches. Sie verstoßen offenbar damit gegen das selbst anerkannte Recht. Warum tun Sie bzw. Ihre Mitarbeiter das? Wem soll diese Geheimnistuerei dienen? Sie haben Herrn Emil Deschler mittels Handschellenfolter mehrere Stunden in einem Ihrer Fahrzeuge, einem Bus, eingesperrt in praller Sonne. Warum wenden Sie eine solche Foltermethode gegenüber einem Menschen an und verletzen damit seine Grund- und Menschenrechte massiv? Viertens, Sie haben dann Herrn Emil Deschler offenbar persönlich begleitend in die Justizvollzugsanstalt in Lörrach gebracht, um ihn dort für längere Zeit einsperren zu lassen, in einem menschenunwürdigen Verlies einer Folterkammer, im Folterkeller, über den wir bereits im Fall des Martin Deschler berichteten, wie Sie hier lesen können. Wir haben da den Link eingefügt, zu lesen bei mywakeness.wordpress.com, Menschenrechte mit Füßen getreten in der BRD. Vom 4.12.2012, den Link findet ihr dann in der Anlage. Entspricht es der Mentalität Ihres Hauses, grundsätzlich Grund- und Menschenrechte außer Kraft zu setzen bzw. dagegen zu verstoßen? Und wie wollen Sie und Ihr Haus bzw. Ihre Mitarbeiter in dem zu erwartenden Prozess wegen Menschenrechtsverletzungen, den Herr Emil Deschler gegen Sie und Ihre Mitarbeiter zu führen plant,
verteidigen. Welche Schwere eines angeblichen Verbrechens rechtfertigen derartige menschenunwürdige Verhaltensweisen Ihrer Mitarbeiter? Fünftens, Herr Emil Deschler ist bekennender Christ und war auf dem Wege, christliche Bücher einzukaufen, mit dafür gespendetem Geld. Dieses haben Sie ihm entwendet und ohne Nachweise rechtsgültiger Vorgänge einbehalten. Wie können Sie diesen Diebstahl rechtfertigen und welchen Zweck dient diese Enteignung von Mitteln, die dem Gottesdienst vorbehalten waren? Sechstens, Herr Emil Deschler wurde gezwungen, nackt und frierend in einem eiskalten Dreckloch in einem Foltergefängnis von Lörrach 4 Tage verbringen zu müssen, dazu ohne Möglichkeit, einen Gottesdienst in einem Gotteshaus zu verrichten. Es war ja auch noch über das Wochenende hinaus, also inklusive Sonntag. Er wurde dazu verhöhnt, nackt gefilmt und gedemütigt, was er als satanischen Racheakt gegen die Ausübung. So ist es, das sind Satanisten. Ja, ich gehe davon aus, dass die Kinder opfern und ihnen bei lebendigen Leibe das schlagende Herz aus dem Brustkorb rausschneiden. Solche waren es, das Satansdiener, genau. Ja, zurück zur Presseanfrage. Ja, also was er als satanischen Racheakt gegen die Ausübung seines Glaubens empfunden hat, ist es ihre Art, gläubige Menschen zu entrechten, sie an der Ausübung ihres Glaubens zu behindern und damit Gotteslästerung zu betreiben? Siebtens, sind Ihre Mitarbeiter nicht geschult in den Grund- und Menschenrechten, die Bestandteil der höchsten Gesetzgebung in der BRD sind und die von der BRD-Regierung nach außen hin der Weltöffentlichkeit gegenüber prominent vertreten werden? Welche Ausbildung erhalten Ihre Mitarbeiter in diesem Zusammenhang? Welche Ausbildung haben Sie diesbezüglich wahrgenommen? Achtens, Sie werden nach allgemeiner Information durch Steuergelder finanziert. Das heißt, Sie und Ihre Mitarbeiter leben und handeln auf Kosten des Volkes. Wie rechtfertigen Sie den oben angeführten Einsatz diesbezüglich inhaltlich und vom Aufwand her? Steht Ihnen frei, weitere Informationen an uns und die Öffentlichkeit zu geben. Allerdings erbitte ich Ihre Antwort bis spätestens Dienstag, den 19.08.2014, via E-Mail oder Post, eintreffend, da wir anschließend darüber berichten werden. Ebenso möchte ich letztmalig erinnern, offenbar wollen Sie mir keine Antworten auf meine diversen Auskunftsbegehren, Presseanfragen erteilen, noch die mir von Ihren Mitarbeitern am 13.06.2014 illegal entwendete Pressekamera herausgeben. Einem von mir beauftragten Abholer haben Sie die Kamera am Montag, den 16.06.2014, nicht herausgegeben, obwohl Sie von mir dazu instruiert wurden. Nunmehr sehe ich mich gezwungen, dieses auf dem Systemweg und durch Veröffentlichung als illegales Vorgehen anzuprangern und entsprechende weitere rechtliche Schritte einzuleiten. Dazu fordere ich Sie auf, mir die ladungsfähigen, vollständigen Angaben zu Ihren Mitarbeitern herauszugeben, hier von den beteiligten Personen Ihrer Dienststelle, einer Frau Wolenig mit V, einem Herrn Leber, einem Herrn Kohler, einem Herrn Pelikan sowie Marlies Rufle. Entsprechende Schadensersatzansprüche werden auch Ihnen gegenüber geltend gemacht werden. Hierzu erhalten Sie noch weitere Schriftsätze in Kürze. Ich sehe den Eingang dieser Daten und Informationen hier ebenso vor bis zum 19.08.2014. Mit freundlichen Grüßen.
Kopien gingen an die Presseverbände in der BRD, in Österreich und der Schweiz. Auch erhielten Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Baden-Württemberg, eine Kopie. Der Herr Justizminister Rainer Stickelberger in Stuttgart, also von Baden-Württemberg. Der Herr Innenminister Reinhold Gall, ebenso Baden-Württemberg. Und Heiko Maas, Bundesjustizminister der BRD. Und Polizeipräsident Bernhard Rotzinger, Polizeipräsident Freiburg, ebenso eine Kopie. Die Belege liegen mir hier vor. Ich zeige es mal ganz kurz hier hinein. Es kam nichts. Wir haben extra ein bisschen länger gewartet. Und auch aus anderen Gründen mussten wir etwas verschieben. Die heutige Aufzeichnung dieser Missstände erfolgt jetzt erst im September. Ich bin erschüttert über die Art und Weise, wie hier Gruppierungen, die ein Gewaltmonopol ausüben, vorgehen gegen Presse, gegen normale Menschen, gegen Christen, ohne irgendwelche rechtsgültigen Dokumente vorlegen zu können, ohne sich auszuweisen, und zwar amtlich auszuweisen, dass sie nicht irgendwer sind, sondern dass sie tatsächlich hoheitliche staatliche Gewalt haben. Wo befinden wir uns? Wir müssen eine Stufe höher gehen. Es handelt sich nicht nur um Handschellenland, sondern um Folterland. Wir sind hier zutiefst erschüttert und Sie werden mir glauben dürfen, dass diese sehr weit und breit verteilt wird, diese Information. Und wir lassen uns nicht von Ihnen ins Boxhorn jagen und lassen uns nicht von Ihnen einschüchtern, denn Angst brauchen wir keine haben, zu haben. Furchtlos! Wir sind erstens furchtlos und zweitens gibt es nur einen einzigen, den wir akzeptieren, als jemand, der überhaupt Rechte hätte, uns gegenüber zu bestimmen, was wir zu tun haben und was nicht. Bei diesem einzigen habe ich Strafanträge, Strafanzeige gestellt gegen alle irgendwie Beteiligten. Und das ist Jesus Christus. Gut, und aus meiner Sicht ist es mein Schöpfer. Und insofern werden wir sehen, was kommt. Ich kann nur allen Beteiligten raten, jetzt endlich mit diesen Drangsalierungen aufzuhören. In dem Sinne, vielen Dank, Herr Dettel von Wakenews Radio, Wakenews TV. Bis zum nächsten Beitrag. Bereut, dass ich auf der anderen Seite ich besser hänge. Ja, machen wir überall. Ja. Mach ich da Arbeit, dass man es sieht. Das machen wir die Mauer. Ja, so siehst du. Aha. Ich habe noch 4 Tage, kann ich dummerweise wieder gebraucht. Der hat ja 73 Tage, will ich. Nein, das ist schon ein paar Jahre. Da bin ich auf Ufe. So ein Laternen. Ab ganz langsam. Das Ding ist wirklich, ich kann nicht ballen. Komm und ich. Siegel! So, Auto, Auto. Mal wiedersehen, weg.